Herzlich willkommen bei Alan's Fußball Dein. Wir sind hier gerade in Grünschaft und sprechen mit dem Messgeber an. Hallo? Kehrt um! Dieser Weg bedeutet schlechte Omen. Selbst die Luft hat sich gegen die Bewohner Langhafens gewendet. Was meint ihr damit? Das Moor war schon immer ein wilder Ort, der von dichtem Nebel überzogen ist. Aber für uns, die es ihr ganzes Leben lang kennen, ist es unser Zuhause. Doch jetzt verschwinden Leute im Nebel. Wir finden später ihre Leichen, zerfetzt und blutleer. Ein Hinweis auf Vampire, ne? Was glaubt ihr, was die Ursache ist? Nur leichtfertige Neugier verführt jemanden dazu, nach der Ursache von derlei Dingen zu suchen. Ich ziehe die Unwissenheit und ein langes, glückliches Leben in Marbruck oder Waldheim vor. Aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, dann könnt ihr mit Bréduin sprechen. Er ist in seiner Hütte in der Stadt. Er bleibt hier, der Trottel. Ich werde mit Bréduin reden. Er hat sicher seine Gründe, denn hier bleibt wahrscheinlich, will er die Leute nicht im Stich lassen, im Gegensatz zu dem Feigling da. Ich habe diese Quest mit Carlos ja schon durchgespielt und bin der Meinung, dass sie ihm mal zeigen sollte. Und wir befinden uns hier mal zu eurer Orientierung in Altmeridomänen in Grünschatten, und zwar hier unten beim Schattennebelmoor. Also wir stehen jetzt gerade hier da und hier gibt es zwei Quests, die lassen sich parallel zueinander erledigen und das werden wir auch tun. Und ja, wie gesagt, ich fand die Quest gut und werde sie mit wachsender Begeisterung. Ich komme nur vorbei. Nee. Jetzt. Die sind gefährliche Zeiten. Ja, unser Ausrüstung ist in gutem Zustand. Gut. Apropos Ausrüstung, ich habe aufgerüstet. Ich bin jetzt Met 8 mit beiden Charles. Carissa ist Met 8, Belaya ist Met 8. Und habe die Ausrüstung auf Met 8 abgedatet. Das war höchste Zeit. War Met 5. Zum Leveln hätte auch Met 1, würde auch Met 1 reichen. Dann können wir eben Moment, die lade ich auf uns. Ausrüstung zerstört. Geht jetzt gar nicht. Geht wahrscheinlich nur, wenn ich es in der Hand habe. Das ist absurd. Geht aber definitiv nicht. Und hier haben wir mittlere Rüstung. Momentan habe ich wieder Stoffrüstung an. Also alles vom Feinsten. Die mittlere Rüstung ist Rang 7. Die taugt noch. Die werde ich erst beim nächsten Mal updaten. Weil ein lila Wams auf Rang 8 würde mit Sicherheit nicht besser werden als diese hier. Deswegen lasse ich das noch. Ansonsten, alles andere ist abgedatet. Die Schwerter, die sind noch Rang 7, aber ich bin jetzt gerade noch mit allen. Wie gesagt, ich habe jetzt alles abgedatet, was Sinn macht. Auch die Stäbe, alles eins. Beim Heilungsstab habe ich nicht gespart. Der ist jetzt Gold. Rang 8 mit goldenen Hunde drauf. Und bei Carissa habe ich es ähnlich gemacht. Die hat eine schwere Rüstung, die hat eine neue mittlere Rüstung, weil die beide veraltet waren, sowie komplett neue Waffen. Ich glaube, da habe ich nur den Heilungsstab, der Heilungsstab war auch veraltet. Den habe ich da auch ausgetauscht. Moment. Sprechen mit Bredo, das machen wir jetzt dann. Zum Leveln habe ich viel PvP gemacht, also in Zerodiel mal wieder. Das sieht man zum Beispiel auch an meinen hier. Belohnungsstufe 1 ist schon einmal voll und fast auf 2. Und außerdem sind wir jetzt hier Legionärin 2. Grad. Und das habe ich vor allem gemacht, weil es da wieder einen Skillpunkt gab, den wir nicht haben. Das ist dieser hier. Ich könnte mal gucken, ob die Voraussetzungen zwischen den Funktionen wirklich wieder einsetzen. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht, was man da guckt. Ethische Beschwörung habe ich eigentlich schon voll ausgespielt. Dunkle Magie. Weil ich bin gerade dabei, die Migration. Ich weiß echt nicht, ob der ein Punkt wert ist. Ich weiß es einfach nicht. Das hier, das taugt schon was, das habe ich schon mal gemacht.
in der Beta. Also ich fand es schon okay. Aber es ist jetzt nichts, was man unbedingt haben müsste. Also das Alternate. Ich habe mir den wohl reserviert für entweder für zwei Wachen oder für Klettern. Athletik. Tempo beim Sprinten würde auch sein, ausrüsten werden. Ja, muss ich nicht sofort haben. Also ich denke, ich werde mir den wirklich sparen, bis man sind. Willkommen in Langhafen. Vor all dem Ärger mit dem Nebel war dies ein lebhafterer Ort. Aber das darf keine Entschuldigung für schlechte Gastfreundschaft sein. Ärger mit dem Nebel? Es begann vor ein paar Wochen, als der Nebel sich veränderte. Er nahm eine kränkliche Farbe an. Was ist geschehen? Ich weiß bloß, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Jäger, die einfach ihre Bögen fallen lassen und unbewaffnet ins Moor wandern, als wären sie verhext. Und später tauchen dann ihre Leichen auf. Oder zumindest das, was von ihnen noch übrig ist. Ich kann es mir nicht erklären. Außer... Außer was? Ein Wanderer, ganz wie ihr, ein mürrischer Dunmeergesell, kam hier durch. Er kaufte Vorräte und ist schnurstracks ins Moor aufgebrochen, trotz all meiner Warnungen. Schien so, als hätte er etwas gewusst. Wenn ihr euch diese ganze Sache zusammenreimen wollt, solltet ihr damit anfangen, diesen Dunmeer zu finden. Seid ihr selbst da draußen gewesen? Nein, nur die Jäger. Ich kümmere mich um die Angelegenheiten des Clans und den Unterhalt des Dorfs. Bevor das Altmeri-Dominion gebildet wurde, war das noch leichter. In Valenwald geht ein Wandel vonstatten und seine Bewohner sind davon nicht ausgenommen. Die nötigen Anpassungen fressen fast meine gesamte Zeit. Könnt ihr mir mehr über diesen Dünnerbesucher erzählen? Er war genauso schnell wieder fort, wie er kam. Er war für eine Schlacht gerüstet, aber das ist für Abenteurer ja nichts Ungewöhnliches. Doch er stiefelte davon, als würde er sein Ziel genau kennen und sich durch nichts davon abbringen lassen. Ist jemals jemand wiedergekommen, der in den Nebel gegangen ist? Sonderbarerweise sogar mehrere. Sie alle berichteten von einem merkwürdigen Gefühl, das sie vorher noch nicht hatten, und von einem deutlichen Zuwachs an feindseligen Bestien in diesem Gebiet. Aber ansonsten kehrten sie unbeschadet zurück. Falls dies eine Art Zauber ist, sind manche vielleicht besser dagegen gefeit als andere. Ja, ich denke mal, dass ich immun dagegen bin. Das heißt, ich denke auch nicht nur, es ist so, ich habe das ja mit der Rüste schon durchgezogen. Jetzt denke ich, werde ich mal auf mittlere Rüstung umstellen. Ja. Ja, sorry, nee, aber momentan. Ich mal. Ach, meinen Sprung habe ich übrigens auch auf Grad 8 gepusht, ne? Der war, ich weiß nicht, was war der Grad 3 irgendwas, keine Ahnung. Dann Heilungsschwerte stellen, genau. Dann muss ich mal ganz kurz gucken, Skillleiste. Was haben wir hier? Kritische Woge, den brauche ich unbedingt. Blitzschlag, den sollte ich auch drin haben. Ich bringe gerade dabei, die Worten mit Klingen zu leveln. Klingen muss ich allerdings auch noch upgraden. Deswegen tue ich jetzt mal Blitzschlag durch Worten mit Klingen austauschen. Dann, das ist mein Heilstab. Da habe ich noch einen Kultzauber drin. Genau. So, wird ein Schuh draus. Hat das jetzt funktioniert? Ist alles auf Mittel umgestellt? Wie gesagt, ist er noch mit daran zu gut. Da stelle ich nichts. Das tue ich erst bei Grad 10 wieder besser. Meine Gildenmitglieder haben ja gemeint, war gar nicht nötig, hätte noch getaucht und so. Aber erstens mal hatte ich die Rohstoffe dazu. Es ist nur bei den Runen ein bisschen knapp geworden. Da musste ich das noch, riecht nach Ärger. Da musste ich nochmal auf Runen Suche gehen. Und übrigens, falls es euch interessieren sollte, wird ja sein, dass ihr vor dasselbe Problem steht. Veteran 8 Runen. Runen für Veteran 8 Ausrüstung könnt ihr auf Ödfels hervorragend farmen. Schaut euch mal an, was das Spots sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Und das ist ein kleines Gebiet. Das heißt, wenn ich die da sammle, dann tun die inzwischen irgendwo im Gebiet der Respawnen. Wenn ich hier eine sammle, irgendwie, ich weiß ja, wie der Algorithmus funktioniert, aber wenn ich hier irgendwo eine wegnehme, tut mir irgendwo auf der Insel wieder eine Respawnen, dann habe ich den einen. Ja, jedenfalls sieht das so aus. Und auf so einer kleinen Insel oder so, da findet ihr dann massig Grad 8, Grad 9 Runen und Grad 7 Runen. Also da hab ich das, was ich gebraucht habe. Das alles ist nicht gut. Das man nur so als Tipp, dazu müsste aber Goldstürz irgendwas sein. Dann ist auf Ödfels sind Grad 8 Zutaten. Ansonsten müsste halt, muss ich halt schätzen, ich kann jetzt sagen, wie das ist. Wenn ihr beim Ebenerz packt seid, ich weiß nicht, welches das dritte Gebiet ist, ob ihr nach Ebenerz Goldstütz zuerst durchmacht oder. Auf jeden Fall wären da die heißen Kandidaten wahrscheinlich. Ne, nicht Stürzen 3, Bitnik, vermute ich mal. Bitnik? Entweder Bitnik oder Stürzen 3. Oder eben Genatis Rast. Vermute ich mal, weil die ungefähr in dem Gebiet denselben Status haben wie Ödfels in Ebenherz packt. Müsste von der Logik her eines dieser beiden Gebiete dann. Ja. Soll ich jetzt sagen, das ist jetzt. Wenn ihr vom alten die Fackel habt, dann ist ja der Ebenherzpakt. Endlich! Ich bin frei! Ist der Ebenherzpakt ja nicht das mit der Rang 6 Gebiet, sondern irgendwas anderes. Und beim Ebenherzpakt, wenn ihr angefangen habt, müsste das ein Anfängergebiet sein. Sollte man nicht so nah an sich ranlassen, dann kippt es schneller um, als wenn man denen gestattet, sich an einem zu nähern. Jo, also wir sollen jetzt im Moor nach einem Dunmeer suchen, das tun wir gerade. Und irgendwo hier müssen noch der Nebenquest sein, mal den Kampf erledigen. Dem werde ich wohl zufällig über den Weg laufen, den Messgeber. So, was ist denn. In Fort. Ich muss meine Gebete beenden und meinen Geist reinigen, bevor ich mich meinen Feinden im Kampf stellen kann. Was macht ihr hier draußen? Ich setze meiner Beute schon viele Nächte nach. Ein heidnischer Vampir, der schon bald vom Antlitz dieser Welt getilgt sein wird. Ich dachte, er wäre allein. Aber wo ich nun diesen Ort hier sehe, schätze ich, dass irgendwo in der Nähe ein ganzes Nest versteckt sein muss. Er wird es noch bereuen, mich zu seinem Nest geführt zu haben. Könnte das diesen seltsamen Nebel erklären? Ich jage sie schon mein ganzes Leben und bin trotzdem noch nie auf eine Magie wie diese gestoßen. Ich spüre ihre Hand darin. Ich spüre, wie sie mit jedem meiner Schritte meine Entschlusskraft auf die Probe stellt. Doch ich werde nicht wanken. Ich werde mich diesen Kreaturen stellen und nichts als Asche von ihnen übrig lassen. Lasst mich euch begleiten. Keine Angst, Tapferkeit oder törichte Unerfahrenheit. Ich kann niemandem trauen, der jederzeit in einen Schergen des Bösen verwandelt werden könnte. Beweist mir, dass ihr den nötigen Willen habt, dieser üblen Magie zu widerstehen. Trefft mich bei dem Nest auf dem Hügel östlich von hier. Dann werde ich es in Erwägung ziehen. Jo. Und nun beginnt meine Arbeit. Schönes flammendes Schwert. Und es lässt mich nicht in die Irre. Moment, bitte, ich mache mich durch. Ihr wisst ja, wie das läuft, wenn ihr es lesen wollt. Pause-Taste. Und ich halte mir ja so auch die Möglichkeit, das zu lesen. Wobei, ich müsste es eigentlich schon mal drin haben. Du siehst das gleich wieder. Gottes lästerliche Wiedergänger. Bibliothek. Charlie's Bibliothek. Tja, wie findet man da was? Wie findet man da was? Bekannte
Literatur. Was hier eindeutig fehlt, ist eine Suchfunktion. Da wenn du ein Buch suchst. Aber ihr seht, ich habe schon relativ viele. Manche habe ich schon vollständig, ne? Radwald, vielleicht ist das hier. Nee. Ich kann es euch nicht sagen. Also wie man da was finden soll, das ist mein Wechsel. Aber vielleicht ist das das falsche Buch, weil ihr seht ja, das verschwindet nicht. Das wird nicht der Sammlung hinzugefügt. Also es kann sein, dass wir auch überhaupt nicht da drin sind. So, Moment. 4. Bärfledermaus. 1, 2. Der passt ja ordentlich rein, der ist viel Schaden. Was der Schaden macht. Also, der ist echt krass, den habe ich aber Kalrys ja auch schon und ich habe sehr schätzen gelernt. Gegen normale Gegner ist der besser als dieser Silberbolzen. Aber in der Höhle werde ich wahrscheinlich austauschen durch den Silberbolzen. Und gegen diese Reifezecken ist der ja sowieso ein Traum, ne? Ah, da ist der zweite Questgeber, den haben wir jetzt. Solange die nicht an mich herankommen, können sie mir auch kein Leben absaugen. Und endlich. Du? Endlich! Ich bin frei! Gern geschehen. Da oben steht er und sagt nichts. Wie komme ich jetzt dahin? Ich hab jetzt schon noch die Kiste für dich, ne? Da. La. Was ich mit ihr halt nicht habe, ist dieser Schleichgeschwindigkeitsbonus. Jetzt muss ich doch selber mal gucken, für welches Ziel ich mich entschieden habe. Kritischer Waffentreffer und erhöht euren Waffenschaden. Ja, macht durchaus Sinn in der Kombination. Es scheint der Körper eines glücklosen Magiers zu sein. Aufgrund seiner Kleidung wahrscheinlich ein niedereres Mitglied der Magier, gilt da genauer hinschauen. Es sieht zwar aus, als ob dieser Elf aus der Höhle flüchten wollte, als er gefangen und getötet wurde. Die Leiche wurde das ganze Blut ausgesaugt. An der linken Hand bemerkt ihr einen auffälligen Ring, den Ring nehmen. Der Ring zeigt ein Symbol, das für jenen Ort steht, zu dem dieser Magier gehörte. Als ihr ihn untersucht, fällt euch eine Notiz am Boden auf. Sie muss dem Opfer aus der Tasche seiner Robe gefallen sein. Ich sollte herausfinden, was dieser Magier hier gemacht haben. Vielleicht verrät mir diese Notiz etwas mehr. Begonnen. Tödlicher Ehrgeiz. Brief von Danik an Kalmo. Das werdet ihr nicht glauben. Dieser Tüffel Jahaga hat tatsächlich den Schädel gefunden. Er wird in einer Höhle südlich von Langhafen aufbewahrt. Ich kann es noch immer nicht fassen, dass Malak Ben ihn wieder verlieren konnte, nachdem wir ihn schon hatten. Ich werde sie zwingen, mich zu begleiten. Wenn ich ihn zurückhole, Jahatan geht vor. Was? Wie bitte? Ich werde sie zwingen, mich zu begleiten, wenn ich ihn zurückhole. Und Jahatan geht vor. Ach so, damit er nicht wieder missen wird. Genau. Wenn wir ihn schnell genug wieder beschaffen, dann können wir unseren Plan noch immer durchziehen. Stoß zu uns, sobald ihr könnt, aber seid vorsichtig. Mittlerweile wird Lucrezia schon hinter uns her sein. Die soll noch kommen, wir kümmern uns um sie, sobald wir den Schädel wieder haben. So, das ist unsere Gelegenheit, uns den Status zu holen, den wir verdienen. Danik. Jo, gut. Die Quest nehmen wir mit. So, da rein. Jo, wir haben es ja mit. Merke, ich will nicht vorgreifen. Ihr werdet es gleich übersehen, mit was für Vampiren wir es hier zu tun haben. Da ist nämlich einer. Dann reden wir mal mit. Also habt ihr es durch den Nebel geschafft? Euer Wille ist stärker, als ich gedacht hätte. Wer ist das? Vampirabschaum.
Er hat kaum Widerstand geleistet, bevor er auf die Knie fiel und um das bettelte, was er sein Leben nennt. Mit einer solchen Schwäche hatte ich nicht gerechnet. Wenn ihr so nett wärt, zur Seite zu treten, würde ich ihm jetzt gerne den Garaus machen. Ist das der Vampir, den ihr gejagt habt? Nein, dieses erbärmliche Geschöpf ist kaum einen Streich meiner Klinge wert. Der, den ich hierher verfolgt habe, wird Fenir genannt. Ein weitaus imposanterer Gegner als diese Made. So viel kann ich euch versichern. Wir treffen ihn noch früh genug. Er und sein ganzer Zirkel werden sterben. Er könnte Informationen haben, die wir brauchen. Lasst mich zuerst mit ihm sprechen. Wie ihr wünscht. Seine Existenz wird so oder so in wenigen Augenblicken enden. Doch seid auf der Hut. Ein Vampir versucht immer, andere mit seinen Worten zu beeinflussen und zu täuschen. Hört nicht auf ihn, was immer er auch sagt. Ich kenne mich mit Vampiren aus, glaub mir. Und ich weiß, dass es auch gut ist. Ihr müsst Gnade zeigen. Der Dunkelelf will nicht hören. Aber ihr, oder? Wir waren anders. Ich wollte das nicht. Was meint ihr? Wir sind unter uns geblieben. Wir haben den Lebenden nicht nachgestellt. Diese Bestien, die Reifzecken, haben sich mit dem Blut der Jäger vollgesaugt. Wir haben uns von ihnen genährt. Wir haben niemanden getötet. Es war ein Weg im Einklang mit der Natur, bis er kam. Also er behauptet, sie haben sich nicht an Menschen, sondern an Reifezecken genährt. Und die Reifezecken haben sich zuvor an den Jägern. Die haben wir ja vor der Tür getan, vor der Tür gesehen. Wir haben auch schon welche gerettet. Reifezecken, die Jäger... Jäger, die sich an Jägern genährt haben. Von dem her ist seine Geschichte ja stimmig, ne? Er? Der verschleiert. Ein Altmeer, glaube ich. Wollte ein Bündnis. Versprach uns Macht. Sagte, wir bräuchten uns nicht mehr zu verstecken. Andere aus meinem Clan waren seiner Meinung. Er hat sie ein Ritual gelehrt, bei dem der Schädel eines uralten Vampirs zum Einsatz kommt. Meinte, dass sie damit unzählige Schergen erschaffen könnten. Das ist der Schädel aus der Quest, den wir eben gerade angenommen haben. Sagt mir, wie ich dieser Magie Einhalt gebieten kann. Der Schädel ruht hinten in dieser Höhle. Sein Fluch drängt den Nebel überall um uns herum. Zerstört den Schädel und die Magie wird mit ihm vergehen. Ich habe das alles nie gewollt. Verschont mich und ich ziehe die anderen auf meine Seite. Wir können euch noch nützlich sein. War Fenir unter denen, die das Angebot des Verschleierten angenommen haben? Ja, er war neben Atreidal und Latriel der lauteste unter den Befürwortern. Ich sah sie oft mit dem Verschleierten sprechen. Sie haben nie auf mich gehört. Ihr werdet an ihnen vorbei müssen, wenn ihr den Schädel erreichen wollt. Und jetzt lasst mich bitte gehen. Mit Kalrisse habe ich ihn auch schon gehen lassen, um das... Seid ihr mit eurer kleinen Plauderei fertig? Ich werde ihm jetzt seinen Kopf abschlagen und uns von seinem unerträglichen Gejammer befreien. Wie gesagt, mit Kalrisse habe ich ihn laufen lassen und die Entscheidung war auf jeden Fall kein Fehler. Und es ist auch das, was ich instinktiv für richtig empfinde, deswegen werde ich diesmal wieder so entscheiden. Er war sehr mitteilsam mit seinen Informationen. Es könnte uns noch etwas nutzen, ihn leben zu lassen. Hatte ich euch denn nicht genau davor gewarnt, dass sich seine verderbten Worte in euren Gedanken festfressen würden? So etwas wie einen guten Vampir gibt es nicht. Nur Vampire, die noch nicht der Versuchung erlegen sind. Unsere Ziele hier sind die gleichen. Würdet ihr sie wegen dieses Abschaums hier einfach vergessen? Es ist so, wir haben schon gute Vampire in diesem Spiel getroffen. Und auch aus Skyrim kennen wir schon gute Vampire. Serana zum Beispiel. Ja, wir kennen genau einen guten Vampir in Skyrim. Das ist Serana, die anderen sind leider nicht gut. Es bringt uns nichts, ihn jetzt zu töten. Lasst ihn in Ruhe, oder ihr müsst euch mit mir anlegen, wenn ihr ihm ein Leid antun wollt. Ich kann mich euch nicht widersetzen. Ich töte keine Lebenden, nur Tote. Ab mit euch, kleiner Wurm, aber nur eine kurze Atempause. Ich werde euch und die Euren finden. Oh, ich danke euch. Die anderen, die sich Fenir widersetzt haben, sind schon geflohen. Der hat übrigens... Abtraum.
Der hat übrigens dieselbe. Jetzt schnell zu Fenrir. Meine Klinge verpasst nicht gerne eine Mahlzeit. Geht voran. Ich werde aus den Schatten heraus zuschlagen. Ich komme hier gar nicht zu Wort. Der hat dieselbe Stimme wie der Eiligen König, ist wahrscheinlich auch derselbe Sprecher, würde ich mal vermuten. Und das Ding laden wir mal auf. Zum Glück geht das jetzt ein bisschen seltsam, dass man die Waffen ausrüsten muss, um sie aufzuladen. Das ergibt hier keinen Sinn, aber ist halt so. Dann sollte ich jetzt mal verborgene Klingen beiseite legen und den Silbersplitter ausrüsten. Tja, Meisterjäger. Könnte ich eigentlich schon brauchen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das setze ich mal einen Punkt. Clanny werde ich hier jetzt mal nicht bemühen. Macht eigentlich schon Sinn. Der Meisterjäger, der hat sich doch mal bei bewährt. Merkwürdige geflügelte Tiere, Begleiter der Vampire. Oder waren sie einst selbst Bosmer? Und der wirkt ja auch bei Daedra. Und wenn ich jetzt 4 drücke und 5, dann habe ich 2 von Stärke. Und dann habe ich noch den hier Silbersplitter. Ihr seht ja selber, wie gut die runtergehen. Es scheint so, als ob diese Wehrfledermäuse als Untote gelten. Warte mal, vielleicht können wir hier schon den ersten. Warte mal, 2999 kam der Rede wert. Und vielleicht wirkt eine ganze Vorrang. Warte mal, so. Für eure Sünden wurdet ihr gerichtet. Das gleiche Schicksal erwartet sie alle. Gut, 7 Gold. Ganze 7 Gold. Als Vampir scheint mir ja nicht allzu viel zu verdienen. Das wäre kein Job für mich. Und tschüss. Jetzt muss ich doch mal gucken. Verringert die Magikerkosten von Zaubern, macht das gerade Sinn? Wer ist nicht gescheiter? Ich erhöhe den Schaden, das macht aber auch einen physikalischen Schaden. Schmuck habe ich halt nicht. Magiker? Ja, doch, Magiker verringern macht schon Sinn, weil die kritische Wunde Magiker braucht. Ja, gut. Physischen Schaden habe ich halt nicht momentan. Werde ich mir vorerst auch nicht zulegen, dann hätte ich Fleisch umgesetzt, ich mit mir rumschleppen und noch weitere 3 Plätze blockiert im Inventar. Das mache ich erst, wenn ich irgendwie eine Möglichkeit finde, die ganzen Zutaten da auszulagern. Dazu brauche ich noch mehr Bankerweiterung, dass ich mir das erlaube. Und wenn das geschehen ist, kann ich darüber nachdenken, ob ich mir noch zusätzliche Ausrüstungsteile mache. Weil ich schleppe jetzt schon einen kompletten zusätzlichen Satz leichte Rüstung mit mir rum und ja, 4, 5, 6 Waffen, ne? Da muss man dann mal gucken, was braucht man dringend, was nicht. Aber mehr als viel Schaden jetzt schon schicken, ne? Eigentlich. Demher wäre es zumindest keine unsinnige Ausgabe. Jo, ich mache hier mal ein neues Video auf. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich.